Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Yesterday I promised you that I will continue with this thought. Gestern habe ich dir versprochen, folgenden Gedanken weiterzuführen. Think about this division. Denk also nochmals über die Spaltung nach. See, everything is supposed to work for unity. Alles soll auf die Einheit hinarbeiten. Yet Jesus himself said that he did not come to bring peace but the sword. Doch Jesus selbst sagte, er sei nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. I don't think Peter is talking here about there is certain truth that will actually cause division. Ich denke nicht, dass Petrus hier über bestimmte Wahrheiten spricht, die tatsächlich zur Spaltung führen. Because Paul even said that divisions have to come. Denn sogar Paulus sagt selbst, dass Spaltungen kommen müssen. Here what Peter is talking about is false teachers that come with a motive to divide. Was Petrus hier meint, sind falsche Lehrer, die mit dem Ziel, mit dem Motiv kommen, zu spalten. So whatever message we preach, if it's divide, it's supposed to hurt our hearts. Welche Botschaft wir auch immer predigen, wenn sie spaltet, wird sie unsere Herzen verletzen. It's gonna make us sad. Sie wird uns traurig machen. While at the same time we have to understand that truth sometimes will divide. Gleichzeitig müssen wir aber auch verstehen, dass die Wahrheit manchmal spaltet. So I want you to understand, if I use truth to bring division, I'm wrong. Ich möchte, dass du verstehst, dass es falsch ist, die Wahrheit zu verwenden, um zu spalten. But if it's the truth that brings division, then it's not my responsibility. Aber wenn die Wahrheit zur Spaltung führt, dann liegt das nicht in meiner Verantwortung. There are people who have actually used the New Covenant to bring division. Es gibt Menschen, die den neuen Bund tatsächlich dazu benutzt haben, um Spaltung zu bringen. They think themselves better because they now understood the message of the New Covenant. Sie halten sich für etwas Besseres, weil sie die Botschaft des neuen Bundes nun verstanden haben. This is always a wrong and a very sad attitude. Das ist immer eine falsche und eine sehr traurige Einstellung. Peter is warning the people that there will be false teachers that will secretly sneak into the church. Petrus warnt also die Menschen davor, dass es Irrlehrer geben wird, die sich heimlich in die Gemeinde einschleichen werden. And they already come with the motive to divide the body of Christ. Sie kommen bereits mit dem Motiv, den Leib Christi zu spalten. Now look what he's saying right next. Schau, was er gleich als nächstes sagt. Bringing with them their destructive heresy. Die ihre zerstörerischen Irrlehren mitbringen. Heresy will always be destructive. Irrlehren sind immer zerstörerisch. And there are unfortunately people who think that the message of the New Covenant is heresy. Leider gibt es Menschen, die glauben, dass die Botschaft des neuen Bundes Irrlehre ist. If it's real heresy, it will be destructive, never setting people free. Wäre es wirklich eine Irrlehre, würde sie zerstörerisch sein und die Menschen niemals befreien. I've seen people who have been deeply offended at the finished work of the cross of Jesus Christ. Ich habe Menschen erlebt, die durch das vollendete Werk des Kreuzes von Jesus Christus zutiefst beleidigt wurden. They believe that Jesus simply died to forgive us our sins and one day we go to heaven. Sie glauben, dass Jesus einfach gestorben ist, um uns unsere Sünden zu vergeben und wir eines Tages in den Himmel kommen. They believe saved by faith and righteous by works. Sie glauben, dass wir durch Glauben gerettet und durch Werke gerecht werden. Therefore, they consider it heresy that Jesus already gave us everything. Deshalb halten sie es für eine Irrlehre, dass Jesus uns bereits alles gegeben hat. But it's not a destructive heresy because, first of all, it's not a heresy anyhow. Aber es ist keine zerstörerische Irrlehre, denn zunächst einmal ist es ohnehin keine Irrlehre. But in their mind it's a heresy. Aber in ihren Augen ist es eine Irrlehre. So we have to ask the question. Wir müssen uns die Frage stellen. What does that teaching, which some people call heresy, do? Was bewirkt diese Lehre, die manche Leute als Irrlehre bezeichnen? Does it destroy life or does it set people free? Zerstört sie Leben oder befreit sie die Menschen? Of course we know it sets people free. Natürlich wissen wir, dass sie Menschen frei macht. I've seen so many lives all over the world completely transformed by the truth. Ich habe in der ganzen Welt so viele Leben gesehen, die durch diese Wahrheit völlig verändert wurden. Then Peter continues to tell us something else. Dann sagt uns Petrus noch etwas anderes. They will even deny the master who paid the price for them. Sie werden sogar den Herrn verleugnen, der den Preis für sie bezahlt hat. Peter is not talking about a heresy that's a different teaching to what you know. Petrus spricht hier nicht von einer Irrlehre, nicht irgendeine andere Lehre als die, die du kennst. He's not talking about a teaching you don't agree with. Er spricht nicht von einer Lehre, mit der du nicht einverstanden bist.
He's not talking about an aspect that you have a different understanding about. Er redet nicht von einem Gesichtspunkt, den du etwa anders verstehst. It's very clear. He's saying these people even deny Jesus. Er ist sehr deutlich. Er sagt, diese Leute verleugnen sogar Jesus. Why am I emphasizing this? Warum betone ich das? Because I've seen Christians who have used this very statement of Peter. Weil ich Christen gesehen habe, die genau diese Aussage von Petrus benutzt haben, to judge and fight their Christian brothers who believe different things to them. Um ihre christlichen Brüder zu verurteilen und zu bekämpfen, weil sie etwas anderes glauben als sie. See, Peter is not talking about Christians who have different understanding about different truths. Petrus redet nicht über Christen, die ein anderes Verständnis von verschiedenen Wahrheiten haben. No, he's talking about people who secretly come in the church, even denying Jesus Christ. Nein, er spricht von Menschen, die ganz unauffällig in die Gemeinde kommen und sogar Jesus Christus verleugnen. So if you want to use this scripture here to warn about certain things, wenn wir diese Schriftstelle hier verwenden wollen, um vor bestimmten Dingen zu warnen, we have to use it the way Peter actually wrote it. Müssen wir sie so anwenden, wie Petrus sie tatsächlich geschrieben hat. Which are people who will secretly sneak in, calling themselves Christians, but really they are not. Es geht um Menschen, die sich heimlich einschleichen und sich Christen nennen, es aber in Wahrheit nicht sind. But I like how the Bible is using it here. Mir gefällt, wie die Bibel es hier ausdrückt. They will even deny the master who paid the price for them. Sie werden sogar den Herrn verleugnen, der den Preis für sie bezahlt hat. While Peter is warning from those people, he's bringing in the love of Jesus. Während Petrus vor diesen Menschen warnt, bringt er die Liebe Jesu ein. Saying Jesus actually paid for them too. Indem er sagt, dass Jesus auch für sie bezahlt hat. I wonder when he wrote that if he was thinking about what happened in John chapter 13. Ich frage mich, ob er an Johannes Kapitel 13 dachte, als er das schrieb. When Jesus washed the feet of the disciples. Als Jesus den Jüngern die Füße wusch. And he already knew that Judas would betray him. Und er bereits wusste, dass Judas ihn verraten würde. And he still offered him the new covenant. Bot er ihm trotzdem den neuen Bund an. I'm just wondering if a lot of things that Peter wrote, he remembered his time with Jesus. Ich frage mich, ob sich Petrus bei vielen Dingen, die er schrieb, an seine Zeit mit Jesus erinnerte. But obviously Peter has become a very loving person. Petrus wurde ganz klar zu einem sehr liebevollen Menschen. Because he's very clear that Jesus paid the price for those very people who are trying to bring destruction. Denn er ist sich darüber im Klaren, dass Jesus den Preis für genau diese Menschen bezahlt hat, die versuchen, Zerstörung zu bringen. And then he's telling what's actually going to be the consequence. Dann erklärt er, was die eigentliche Konsequenz sein wird. Bringing swift destruction upon themselves. Und bringen schnelles Verderben über sich selbst. Peter is basically saying, look, what's going to happen is going to bring destruction to them, so you don't have to worry about that. Petrus sagt im Grunde, seht, was geschehen wird, es wird sie in die Irre führen. Ihr müsst euch also keine Sorgen machen. It's funny how much we fight against so many things we don't even have to fight against. Es ist schon amüsant, wie sehr wir gegen so viele Dinge kämpfen, gegen die wir gar nicht kämpfen müssten. It will sort itself out in the end. Es wird sich am Ende von selbst regeln. See you guys tomorrow. Wir sehen uns morgen.